Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung OK54 Nachgefragt. Am 12. Juli findet der erste Trierer Tiergottesdienst statt, und zwar in der Kirche St. Valerius in Vallen. Ins Leben gerufen hat das der Tierschutzverein Trier und Umgebung. Und dazu begrüße ich die Vorstandsvorsitzende Sonja Müller. Herzlich willkommen, Frau Hallo. Müller. Frau Müller, ein Tiergottesdienst. Was ist Ihre Intention? Also das ist das erste Mal, dass sowas in Trier stattfindet. Ganz viele Menschen haben diesen Wunsch an uns herangetragen. Und es ging auch schon relativ lange Zeit ins Land, bis wir das jetzt zustande gebracht haben. Gingen viele Gespräche mit der Kirche voran. Und das ganz Tolle ist, dass wir jetzt einen ökumenischen Gottesdienst haben werden. Ökumenisch, das Wort kommt aus dem Griechischen, das heißt so viel wie die ganze Welt umfassend. Und in der heutigen Zeit steht das für den Dialog zwischen den christlichen Konfessionen. Soll heißen, wir werden einen Gottesdienst haben, sowohl für die katholische als auch für die evangelische Glaubensgemeinschaft. Für mich steht eigentlich zu diesem Gottesdienst ein sehr weltlicher Gedanke dahinter, weil hier geht es um Respekt, um Liebe, um Vertrauen. Das heißt also, hier werden Menschen kommen, die ihre Tiere schätzen, die ihre Tiere als Mitgeschöpfe betrachten, die ihnen einen Platz in der Familie einräumen, die also nicht nur, weil sie meinen, ein Mensch zu sein, sich über unsere Mitgeschöpfe hinwegsetzen wollen, sondern die ihnen sehr viel bedeuten. Und deswegen sind auch nicht nur Menschen eingeladen zu diesem Gottesdienst, die Konfessionen haben, sondern auch solche, die einfach nur ihr Tier lieben oder das Tier zur Familie gehört, die es lieben. Und die sind alle herzlich eingeladen, damit sie sehen können, dass diesen Tieren und ihren Menschen gemeinsam Wertschätzung entgegengebracht wird. Dieser Gottesdienst wird durchgeführt von seitens der katholischen Kirche von Bruder Athanasius, das war der ehemalige Abt der Kirche St. Matthias. Und dankenswerterweise für die evangelische Konfession von Frau Pfarrer Bauer, die kommt ein bisschen weiter her. Aber die beiden werden das zusammen machen, das ist ein Pilotprojekt und wir wissen auch noch nicht, wie das so werden wird. Aber da sind Gesänge dabei, da wird zum Schluss eine Segnung sein. Also wir freuen uns alle richtig darauf und denken, dass das eine sehr schöne Sache wird. Und die Frau Bauer hat gesagt, das habe ich eigentlich sehr schön gefunden, diesen Satz. Es soll zu Herzen gehen, es soll die Menschen berühren. Und wenn es Menschen berührt, dann ist es eigentlich egal, ob es eine Konfession ist oder ob man Atheist ist. Welches Programm erwartet einen am 12. Juli? Also angesichts der Tatsache, dass das, wie gesagt, das erste Mal hier stattfindet, ist die Sache mit dem Programm ein bisschen diffizil. Programm wird sein, dass zumindest erst einmal ich die Leute begrüßen werde. Dann werden die zwei Pastoren die ganze Sache durchführen. Es wird Musikbegleitung sein, es wird gesungen werden und zum Schluss, wie gesagt, werden die Tiere gesegnet werden, mitsamt ihren Menschen. Allzu lange wird die Angelegenheit wahrscheinlich nicht dauern, weil sich das im Außenbereich der Kirche stattfindet. Und angesichts der Tatsache, dass die Tiere ja gegebenenfalls unruhig werden könnten oder wenn es sehr warm ist, wird das also so eine halbe Stunde ungefähr umfassen. Im Anschluss desselben werden die Menschen zu uns kommen können. Viele Mitglieder vom Tierschutzverein werden da sein. Die werden Informationen geben. Wir werden ein bisschen Getränke ausschenken, Wein, Sprudel und ein bisschen Orangensaft. Und wer gerne möchte, kann auch Mitglied werden. Wir würden uns auch über Spenden freuen. Wie gesagt, wir werden das versuchen, kurz zu halten, aber trotzdem, dass es den Menschen gefällt und dass wir es gegebenenfalls, wenn es schön wird und wenn es gut wird, nochmal wiederholen können. Also für das Wohl der Menschen und Tiere ist gesorgt. Welche Möglichkeiten gibt es denn generell, den Tierschutzverein zu unterstützen? Also wir haben ganz viele Möglichkeiten. Die erste und einfachste ist, Mitglied zu werden. Eine Mitgliedschaft kostet bei uns ab 25 Euro im Jahr, soll heißen, kann nach oben jederzeit aufgestockt werden. Wir freuen uns über ganz viele ehrenamtliche Helfer. Wir brauchen auch tatkräftige Helfer, besonders ein paar Männer, die handwerklich uns helfen könnten. Man kann eine Patenschaft für Tiere übernehmen, man kann Pflegetiere nehmen, aber das ist so zu erfragen. Und wichtig ist Geld spenden, auch Sachspenden, aber bei Sachspenden ist das so eine Sache, da hätten wir gern neue Dinge, also das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber es gibt viele Leute, deren Tiere dann gestorben sind und die dann alles, sagen wir mal, ein bisschen entsorgen und die dann alles zu uns bringen und
haben den ganzen Speicher voll alter Hundekörbe. Also, aber wer uns gerne einen neuen Katzengarn spenden möchte oder neue Hundedecken, das ist auch eine Frage der Infektionsgefahr. Weil wenn bei uns ein Tier krank wird und eben gerade durch solche Dinge und das andere ansteckt, dann zieht das dann eine Schleife ohne Ende nach sich. Und das wollen wir auch vermeiden. Auch ein dankbares Angebot ist, nimmst du mein Tier, nehme ich dein Tier. Wie kann man das genau nutzen? Also nimmst du mein Tier, nehme ich dein Tier, das ist ein Urlaubsangebot. Das wird bei uns durchgeführt von der Frau Gisela Kohr. Das kann man bei uns auf der Internetseite abrufen. Da steht auch ihre Kontaktadresse. Das Problem bei der Angelegenheit ist, nimmst du mein Tier, funktioniert immer recht gut. Aber wenn es dann heißt, nehme ich dein Tier, dann haben ganz viele Leute dann immer etwas vor. Also es ist ein mühsames Unterfangen, aber es funktioniert, aber nicht so, wie es sein sollte. Aber die Leute, die das zeitig genug wissen, für in Urlaub zu fahren oder wer ins Krankenhaus muss, der kann auch sein Tier bei uns abgeben, gegen Entgelt selbstredend, in die Pension. Aber das muss, wie gesagt, zeitig genug angemeldet werden, angesichts der Tatsache, dass gerade jetzt in der kommenden Ferienzeit wieder ganz viele Tiere ausgesetzt werden und bei uns bis unters Dach alles voll ist. Ja, augenblicklich hat ja das Tierheim drei neue Fundhunde, gleich drei auf einen Streich, die in Föhren aufgegriffen wurden und wahrscheinlich aus einem Haushalt stammen. Wie ist denn die Situation im Tierheim derzeit? Also wir haben nicht nur drei neue Fundhunde, wir bekommen eigentlich täglich neue Fundtiere. Es vergeht eigentlich kein Tag, keine Woche, wo die Polizei, das Veterinäramt oder die Feuerwehr uns Tiere bringt, beziehungsweise ganz viele Leute setzen die Tiere einfach ab, bei uns binden sie an, stellen ein Kistchen davor. Manche bringen sie auch und sagen, den Hund habe ich gefunden. Und wenn man dann so beiläufig fragt, wie heißt denn der Hund? Max. Das ist dann die ganz spontane Antwort und da weiß man doch, wes Geistes Kind die Menschen sind. Aber wie gesagt, jetzt haben wir wieder ganz viele Tiere, die auch eingezogen wurden von der Polizei. Und die sind alle total verwahrlost oder von Pennern, die dann weggenommen wurden. Also es ist ein großes Elend, was derzeit wieder bei uns herrscht und so viele Tiere, wie wir zurzeit bekommen, können wir gar nicht weitervermitteln, zumal wir sehr bedacht sind, unsere Tiere in gute Hände zu geben und nicht einfach sehen, wenn sie reinkommen, müssen sie wieder raus. Das wird alles vorher kontrolliert. Und allgemein, wie ist die Situation vom Tierheim zu beschreiben? Also ich würde mal so sagen, es geht uns ganz gut, aber wir haben nach wie vor ein Budget, ein Ausgaben, 400.000 Euro im Jahr, das ist sehr viel Geld. Das sind Tierarztkosten, das sind Personalkosten, Heizung, Strom, Futterkosten. Und demgegenüber haben wir Einnahmen von ca. 200.000 Euro. Das heißt also, wir haben jedes Jahr eine Lücke von ungefähr 200.000 Euro, die wir aus dem Vereinsvermögen decken müssen. Aber die Decke wird immer dünner. Und früher gab es immer mal eine Erbschaft, aber mittlerweile gibt es nicht mehr so viel zu erben und wir müssen uns an die Lebendigen halten, aber die Spendenbereitschaft ist nicht so, wie wir sie gerne hätten. Und am meisten würden wir uns wünschen, dass auch ein paar Trierer Firmen da mit aufs Pferd springen. Die Privatleute spenden schon viel, aber es sind immer kleine Summen und 200.000 Euro auszugleichen, das bedarf große Summen. Aber glücklicherweise gibt es einige Firmen mittlerweile, die uns helfen. Zum Beispiel möchte ich da lobenswerterweise die Firma Fässer erwähnen, Einrichtungshaus Fässer. Herr Fässer hatte letztes Jahr ein Golfturnier gemacht, ein Charity-Turnier und hat das Geld dafür für uns gespendet. Dann der Herr Blöck, Elektro Blöck, hat diese Woche am Montag zu Beginn der Fußballweltmeisterschaft eine Fußballparty veranstaltet für seine Mitarbeiter und für Gäste und hat das auch für den guten Zweck, für den Tierschutzverein gemacht, hat ungefähr an die 700 Euro gesammelt und noch 300 draufgelegt, sodass er uns auch 1.000 Euro übergibt. Oder ich denke an die Firma Pavlak. Der Herr Pavlak in Trierweiler, das ist eine Werbefirma, der macht schon seit Jahren für uns kostenlos Schilder, Plakate, Banner. Und jetzt macht er uns auch unser neues Eingangsschild. Wir haben ja jetzt ein neues Logo. Und es kostet ja auch alles viel Geld und er macht das für uns. Und da sind wir von Herzen dankbar. Und wir würden uns von ganzem Herzen freuen, wenn ein paar mehr Trierer Firmen da sich mit beteiligen würden. Mit Hilfe, mit Geld, aber wie gesagt auch mit handwerklicher Hilfe. Wir brauchen für unsere Hundezwinger, da muss viel gemacht werden. Wir müssen jetzt eine neue Katzenanlage bauen, das kostet viel Geld. Und für all solche Dinge, und wenn es nur mal darum geht, das ganze Gelände Rasen zu mähen,
Das ist so ein großes Gelände und das muss alles unser Hausmeister machen. Und wenn da mal sich jemand fände mit einem großen Gerät, das wäre sehr schön. Das wäre den Tieren wirklich zu wünschen. Wie kamen Sie denn persönlich zu der Arbeit im Tierschutz? Also ich bin von Kindesbeinen an ein großer Tierfreund und von Kindesbeinen an mache ich Tierschutz. Das hat sich bis zum heutigen Tag erhalten. Und Tierschutz ist ja eine Sache, da wird ganz scharf geschossen. Soll heißen, uns Tierschützern wird oftmals unterstellt, dass uns Tiere wichtiger seien als Menschen. Und dieser Satz, das ist doch bloß ein Hund und warum helft ihr denn keinen Menschen, solange wie die noch leiden, der ist uns sehr geläufig. Aber aus dieser Tatsache heraus resultiert wohl auch dieses Phänomen der Massentierhaltung oder der täglichen Tierquälereien im Großen wie im Kleinen, weil viele Menschen meinen, der Mensch sei die Krone der Schöpfung. Und dem ist aber nicht so. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation erkennt man daran, wie sie mit ihren Tieren umgeht. Und dann hat er noch gesagt, je schutzloser ein Wesen ist, umso mehr bedarf es des menschlichen Schutzes vor menschlicher Grausamkeit. So, und damit ist eigentlich alles gesagt. Wir sind für die Tiere da und andere sind für andere da. Schutzlos sind Kinder und Tiere und wir schützen eben die Tiere. Und daran ist nichts Verwerfliches. Obwohl ich sagen muss, Tierschützer, die müssen schon ganz hart im Leben sein. Wenn man lange Tierschutz macht, dann muss man eine große Frustrationstoleranz haben, ein unglaubliches Durchhaltevermögen, weil ein Tierschutzverein ist nicht wie bei anderen Vereinen, dass es feuchtfröhliche Zusammenkünfte gibt und dass wir Spaß haben. Das Wort Spaß gibt es bei uns nicht. Wir werden täglich konfrontiert mit Elend, mit Traurigkeit, mit Fassungslosigkeit, mit Verantwortungslosigkeit. Deswegen steht der Tierschutz auch so ein bisschen in der Ecke. So, wir werden immer so ein bisschen als wunderlich bezeichnet und als eigenbrötlerisch. Aber ich muss aus eigener Erfahrung sagen, wenn man lange Tierschutz macht, dann wird man ganz schnell nachdenklicher, ernsthafter, skeptischer, zweifelnder und misstrauischer. Und man selektiert ganz schnell seinen Freundeskreis, weil man nicht unbedingt mit Menschen an einem Tisch sitzen möchte, die Stopfleber, Haifischflossensuppe oder Froschschenkel als ihre Lieblingsspeise präferieren. Insofern stimmt das schon, dass man ein bisschen ernsthafter ist, aber ich finde, das ist nicht schlimm, weil Verantwortungsbewusstsein ist eine sehr wertvolle Charaktereigenschaft und wir haben ganz viele Menschen bei uns im Verein, intelligente, kluge Menschen, die das erkannt haben und die schon jahrelang Tierschutz machen und wir sind sehr froh über diese Ehrenamtlichen. Vielen Dank, Frau Müller, für die Einblicke in den Trierer Tierschutz und Ihnen und Ihren Kollegen weiterhin viel Erfolg. Okay, vielen herzlichen Dank. Das war OK54 nachgefragt mit Sonja Müller, der Vorstandsvorsitzenden des Tierschutzvereins Trier und Umgebung, unter anderem zum Tiergottesdienst am 12. Juli in der Kirche St. Valerius in Fein. Falls Sie gerade erst zugeschaltet haben, können Sie diese Sendung jederzeit im Internet ansehen und zwar in unserer Mediathek www.ok54.de/mediathek. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal.